Bannstrahler. Ja, wir können nicht einfach von vorne. Ach, Feuer fliegen. Was wollten ihr? Genau, weil wir haben jetzt keine Munition mehr auch für Gwendala. Von daher, ich will mich nicht mit Bannstrahlern und auch nicht mit mich noch mehr von irgendwas Handlangern anlegen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal zwischendurch auf das Fragezeichen zu. Oh, die Wildschweine sind friedlich. Sehr schön. Tag, Grunzis. Diese Feuerfliegen sind es jedoch wieder nicht. Oh, aber ich sehe schon den Gutshof. Das ist gut. Dieses bald mal, was ihr da macht. So. Gut. Ja, eine große Wahl habe ich leider nicht, außer ich kann hier Federn kaufen. Dann könnte ich mir selber auf die Schnelle mal frische Pfeile basteln. Das ist jetzt nicht so gut, dass da ein Bannstrahler... Oh! Da sind mehrere Bannstrahler. Da! Das sind sie! Ich habe es ja gesagt. Das sind die Hexenfreunde, von denen ich euch erzählt habe. Oh. Die Hexen des Dunkelwaldes wurden aktualisiert. Schlag den Hinterhalt nieder. Finiane hat mich bei dem... Prioten denunziert. Man hat mir im Gut Dunkelforst aufgelauert. Nun heißt es kämpfen. Okay, das heißt... Alles klar. Zerit. Jetzt wird's ernst. Astus. Bei Angroschbart. Für Ardo. Okay. Sanja. Dann halt auch gleich mal Vorgrim. Du schickst nur noch einen Eibärsaft hinterher. Ach ja, und dir können wir gleich deine Scharfschützenfähigkeit hier unten reingeben. Gut.
Ach, Mola ist jetzt mit Alvis hier. Und? Hast auch gut. So. Genau. Bei dir hätte ich gerne... Ich nehme nämlich mal nicht an, dass du Federn hast. Ja gut, das meiste ist Zeug, was wir ihr verkauft haben. Außer vielleicht du hast Federn. Was kann... Nein. Die Kräutersichel, die wir allerdings nicht mehr brauchen. Deswegen... Pfeile, so. Messer kann weg, Messer kann weg, Streitkolben, Krähenfüße, Wolfsfell, Wildschweinleder, Wolfsfutter, helles Pferd, Docker, Dolch. Der Rabenschnabel wird mal aufgehoben. Der Tellerhelm kann weg, die Lederstiefel hebe ich auch mal auf. So, der Rest ist Zeug, was eben mir gehört. Ach, der Knüppel. Die Sachen können natürlich auch alle weg. Ich versuche mein Bestes. So, hier. Na, dann machen wir es lieber sicher. Das kann alles weg. Den Flügelhelm behalten wir mal und die Zwergenhandschuhe auch. Die Leder. Armschienen können weg. Dann von der ersten Seite kann das eigentlich alles weg. Degen hat Gladys eh einen besseren. Und ich glaube, wir werden auch keinen anderen Charakter mit Degen haben. So. Das dahin. Das zu Vorgrim. So, was hat... Den Säbel, den behalten wir mal. Der geht zu Vorgrim. Den Kriegshammer behalten wir auch. Und die schwere Armbrust auch mal. Das sind so besondere Sachen. Die Sachen können alle zu ihm. Gut, was hast du noch? Du hast eigentlich nichts mehr, außer viel zu viele Verbände. Na komm, wir brauchen nachher ein paar Einbeersäfte, wenn wir wieder beim Alchemietisch sind. Ein Zwerg, ein Wort. Wäre auch sicher praktisch, wenn die zwei ein paar hätten. Bolzen hat sie noch genug. Wir müssen auf jeden Fall in Zukunft mehr Pfeile herstellen. So, dann noch den restlichen Tand verkaufen. Ah, den Rabenschnabel habe ich, glaube ich, gesagt, will ich behalten. Erstmal. So. Jetzt haben wir Geld. Der Hinterhalt wurde zurückgeschlagen. Mhm. Menschenkenntnis und Überreden mal etwas steigern. Feindenschaft ist auch immer noch auf Maximum. Oh, ach ja. Schwerter. Verbessern. So. Aufgepasst.
So. Firniane, unterwogt. Firniane, das war sehr dumm von dir. Was hast du dir bloß dabei gedacht? Dumm? Wisst ihr denn überhaupt, was geschehen ist? Renoir hat meinen Danus in eine Kröte verwandelt und ist mit dieser schrecklichen Alven im Bunde. Ach Kind, ich weiß doch, wie sehr du an Danus hängst. Komm doch das nächste Mal besser gleich zu mir und lauf nicht zu den Prioten. Und ihr beantwortet mir auch eine Frage, Bursche. Stimmt das, was Firniane gesagt hat? Habt ihr Danus wirklich in eine Kröte verwandelt? Ja, aber das war nichts Persönliches. Also, gehen wir von oben nach unten. Moment mal, diese Furie hat uns die Prioten auf den Hals gehetzt. Sie verlangen eine Entschädigung. Ja, das habe ich. Der Tor hat das doch auch verdient. Ja, aber das war nichts Persönliches. Ich benötigte die Hilfe der Hexen und erwähne wollte, dass ich da nur seinen Denkzettel verpasse. Ich hatte keine große Wahl. Wirklich gerne habe ich das sowieso nicht gemacht. Nehmen wir mal die drei. Ich verstehe schon, ihr seid ein Söldner, aber manchmal tut es auch Not, sich über seine Entscheidungen Gedanken zu machen. Ihr habt Firniane ins Unglück gestürzt, obwohl ich dazu sagen muss, dass sie besser gleich zu mir hätte kommen müssen. Ich hätte ihr schon erklärt, dass Alvenes Fluch sicherlich von Dauer sein wird. Und was, wenn Danus von irgendeinem Tier gefressen wird, während er so ist? Er ist doch hilflos und es könnte ihm schrecklich viel geschehen. Ihr müsst meinen Danus zu mir bringen. Nicht so schnell, Mitglied. Ich glaube, es ist am besten, wenn du ihn selbst holst. Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich einmal darüber nachdenken, warum man keinem fremden bewaffneten Truppen Tür und Tor öffnet. Renoir, gibt es sonst noch etwas, was ihr final zu sagen habt? Es tut mir leid, was mit Danus geschehen ist. Wenn ihr wollt, hole ich ihn, damit ihr so lange auf ihn aufpassen könnt. Es tut mir leid, wenn ich euch Kummer bereitet habe, aber der Fluch ist nur von begrenzter Dauer und ich musste Alvenes Vertrauen erlangen. Es steht sehr viel auf dem Spiel. Du kleine Schlange, hast uns die Prioten auf den Hals gehetzt. Sei froh, dass du unter dem Schutz deines Herrn stehst. Nein, da gibt es nichts mehr zu sagen. Wir sind quitt, kleine Magd. Nehmen wir mal die zwei. Ihr, aber wie konntet ihr das nur tun? Mein armer Danus, was soll jetzt nur aus ihm werden und aus mir? Firniane, du wirst deinen Danus wohl selber holen müssen. Und im Anschluss werden wir uns noch einmal unterhalten. So, da läuft sie. Oh, das Haupttor ist zu. Kommt sie da überhaupt raus oder läuft sie einfach durch das Tor? Ja. Wir sollten wenigstens überprüfen, ob sie jetzt nicht auch gleich in einen Frosch verwandelt wird. Da streuen zwei Wölfe umher. Oder drei. Ja, unser Wolf hebt noch 1,5 Minuten. Und ja, dass der Vogt stinksauer ist, das glaube ich. Oh, ich habe den Koch vergessen. Da unten sind Bären, die also ja, irgendwie toll, dass ich jetzt für Hexen die Drecksarbeit erledige und hallo fliegendes Breitschwert. Hoffen wir mal, der Koch ist schon ein mürrischer gewesen. Was gibt es denn nun schon wieder? Ich habe einen Beutel mit Gewürzen von Saphira für euch. Tatsächlich, und woher kommt der plötzliche Sinneswandel der Alten? Ich habe sie wochenlang darum gebeten, mir die Gewürze zu verkaufen, aber ohne Erfolg. Da ist doch was faul, oder?
Saphira ist eine Hexe. Ihr wisst doch, wie wankelmütig die sind. Saphira war sehr angetan davon, dass ihr sie nicht verraten habt, als die Prioten da waren. Oh, ich dachte eher, sie würde verstimmt sein, weil die Prioten ja ihren Topf mitgenommen haben. Aber ich habe ja wirklich kein Wort über Saphira gesagt. Na, dann will ich die Dankbarkeit nicht ausschlagen. Gib mir den Beutel. Wisst ihr, in ein paar Tagen kommt der Baron hier zu einer seiner seltenen Visiten vorbei und dafür solch ein großes Festbankett zu bereiten. Die Gewürze brauche ich für den Hauptgang. Der Baron wird seinen Gaumen nicht trauen. Das wird ein Fest.